Bisschen Glück für den Dänen, Kantenball. Und er ist wieder dran. Lange gewartet, tief, unten war er schon. Aber mit dem Glück des Tüchtigen kann er das Ganze erfolgreich abschließen. Ja, es ist häufig die Rückhandseite, wo es bei Werner Schlager nicht ganz so gut läuft. Wieder Glück für Maes und damit zwei Satzbälle. Die große Chance jetzt zum 3:1. Schiedsrichter dieser Partie, Sie sehen das, ein Vertreter des Deutschen Tischtennisbundes. Erzählt auf der anderen Seite ein Zählschiedsrichter, die Assistenten an der Seite. Und sollte es einmal Zweifelsfälle geben, da gibt es auch noch den Oberschiedsrichter, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Zwei Satzbälle gegen ihn, gegen Werner Schlager. 1:3 aus Sicht des Weltmeisters. Michael Maes geht mit zwei Sätzen Vorsprung in Führung. Satzführung 3:1. 11-8, 8-11, 12-10, 11-8. Sie sehen, das ist eine relativ ausgeglichene Partie. Es ist, geht relativ eng zu. Aber mit zwei Sätzen Vorsprung lässt sich jetzt natürlich auch ruhiger spielen. Mit noch mehr Selbstvertrauen. Und er wird sich natürlich auch an das Erstrundenspiel zurückerinnern, dass er nicht umsonst mit 4:1 gewonnen hat. Auch wenn gerade bei Schlager so ein Erstrundenspiel und ein Finale zwei unterschiedliche Dinge sind. Tja, der Hallensprecher hält die Zuschauer auf dem Laufenden, auch was in Oberhof läuft bei der Biathlon-WM. Also damit erfahren Sie das auch zu Hause, meine Damen und Herren, wenn Sie es nicht ohnehin live gesehen haben. Gestern war das auch so mit der Bundesliga. Und als man hier gestern das Resultat verkündete, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, da war die Freude in der Ballsporthalle natürlich riesengroß. Tischtennisspieler sind in der Regel auch Fußballfans. Und die Hessen sind natürlich groß daran, sehr daran interessiert, dass es auch künftig eine Eintracht in der Bundesliga geben wird. Das können nicht alle Bundesländer von sich behaupten. So, jetzt sind wir gespannt, ob Schlager es noch mal schafft, das Spiel zu drehen. Hat er oft geschafft, ist ihm häufig gelungen. Aber ob Michael Maes das zulässt, das wissen wir vielleicht schon nach dem nächsten Satz.
Also